Herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Der Danny spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns am Hagener Bahnhof bzw. Hauptbahnhof und da haben die Aufgabe, diesen frühen Pendlerzug bis nach Wuppertal zu fahren. Das Besondere ist, dass dieser Zug aus einem Dostopark und einer ÖBB 1116 Taurus besteht oder Taurus ÖBB 1116, wie auch immer. Und die kann er bekanntermaßen nicht schieben, zumindest nicht bei Train Sim World 4. Und deswegen haben wir gleich noch eine besondere Aufgabe zu erledigen. Dazu gleich mehr. Als erstes müssen wir mal, wie ihr vielleicht seht, den Panto ändern. Denn wenn wir schieben, müsste der vordere Panto gehoben sein. Das gehen wir jetzt an, würde ich sagen. Vorher machen wir noch ein schickes Foto, würde ich sagen, von dieser wunderschönen Lok. Und dann kann unsere Arbeit hier beginnen. Und zwar müssen wir dafür erstmal aufstehen. Und dann hier hingehen, denn da müssen wir den Panto auf, nicht beide, sondern vorne wählen. Dann gucken wir es aber kurz an. Ne, wir müssen den noch vorwählen, beziehungsweise den erstmal auf neutral machen. Ist ja sowieso. Stromabnehmer, das ist jetzt ges. Wir dürfte jetzt. Genau. Da müssen wir jetzt auf Heben gehen. Ist der zweite gehoben? Ja, jetzt ist der zweite gehoben. Wunderschön. Gut, dann müssen wir die Bremsen lösen. Wir müssen die Zugspitzensignale natürlich auf Rot stellen, weil das ist ja das schiebende Fahrzeug. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Wir müssen natürlich noch. So. Jetzt funktioniert es nicht. So, dann sind wir hier im Wesentlichen durch. Können hier die Tür schließen. Diese Tür schließen. Kontrolliert hier, ob wir vorne auch die Schussleuchten anhaben. Dies ist der Fall, wie ihr seht. Gut, dann können wir nach vorne laufen. Denn wir sind mit unserer Arbeit noch nicht fertig. Ach, sehr schön. Das müssen wir gleich auch noch irgendwie ändern. Ich hoffe, das geht. Wenn nicht, dann ist es halt so. Weil wir müssen vorne natürlich auch noch etwas erledigen. Und zwar müssen wir natürlich hier unsere Lok an den Steuerwagen koppeln. Logischerweise. So. Das lassen wir erstmal offen. Müssen wir gleich eh nochmal raus. So, dann den müssen wir einstecken. Dann müssen wir lösen. Und dann können wir zusehen, dass wir hier an den Steuerwagen langsam heranfahren. Hier noch. Zack, ach wunderschön. So, dann machen wir den auf aus, beziehungsweise auf neutral. Stromabnehmer senken. Müssen nämlich natürlich noch ankoppeln, das macht man immer ohne Stromabnehmer, also mit gesenktem Stromabnehmer. So, der ist gesenkt, beziehungsweise ja, gesenkt. Dann kuppeln wir an. Steigen wieder ein. Dann können wir auch gleich die Türen öffnen. So, ach, wir können ja nebenbei schon mal die Zugsicherungssysteme einstellen. Wenn wir schon mal hier vorne sind. Siefer ein. LCB ein. PTB ein. So. Dann machen wir hier die ADF ein, die schließen wir. Die Zugspitzensignale machen wir natürlich auf weiß. So, dann können wir uns hinsetzen. Den machen wir dann auf, müssen wir den Stromabnehmer heben. Schauen wir uns mit dem richtigen rum. Das ist natürlich der falsche. Das heißt, wir senken den nochmal.
Da müssen wir hier kurz hingehen. Nicht beide. Zurück. Auto. Zurück. Hier müssen wir heben. Sehr schön, das hat funktioniert. Dann so. So, jetzt können wir kurz Controletti machen ab hier vorne. Noch keine Zugspitzensignale an, das müssen wir gleich noch ändern. Achso, hier müssen wir. Ah, jetzt haben wir es genau, das war das Problem. So, wir können die Türen öffnen. Die AFB schon mal auf. Haben wir die jetzt angemacht oder nicht? Das müssen wir nochmal eben gucken. Die AFB müssen wir natürlich auch noch einstellen. Jetzt haben wir sie. So, können wir uns hinsetzen. Die AFB auf 40 stellen. So, jetzt ganz wichtig, Route legen. Und zwar wollen wir nach Wuppertal. Das ist hier. Wir nehmen das Außengleis. Ja. So, wir haben grün, das heißt, wir können die Türen schließen. Bremsen schon mal lösen. Dann können wir die Türen schließen. Wunderschön. Wunderschön. Dann haben wir Ausfahrt. Dann haben wir einfach Ausfahrt. Wunderschön. Auf geht's. Befreien. Auch wir müssen die Tür noch schließen. Um Gottes Willen. Ach, das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das müssen wir gleich noch eben machen. Ich könnte übrigens auch auf 50 zumindest schon mal beschleunigen. Ach, sehr schön. Sie verdrücken und dann versuchen wir hier mal die Tür zu schließen. Geht das? Das ist jetzt. Tür schließen. Ging doch normalerweise immer. Es ist blöd jetzt, dass wir die nicht schließen können. Übrigens 90. Dann müssen wir mal kurz die Siefer ausmachen. So, weil ohne Siefer dann gibt es jetzt Zwangsbremsung, wenn man auch, also mit Siefer, wenn man aufsteht. So, damit hätten wir das dann auch erledigt. Wunderbar. So, das ist unser Pendlerzug. Früh am Morgen des 13. Mai 2024 von Hagen nach Wuppertal. Wunderschön. Wie gesagt, wir haben einen defekten Steuerwagen, deswegen müssen wir eine Lok vorspannen vor dem Steuerwagen. So, 150 dürfen wir. Sollten wir das auch tun?
Wir eigentlich in die Karte gehen. Ne, kann man leider nicht. Ich hätte vielleicht ein paar Wegpunkte legen sollen, dass wir ein paar Halter entlang der Strecke haben. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht kommen wir ja trotzdem an Bahnhöfen vorbei, wo wir dann alle anhalten können. Sogar klar. Hier ist einer. Das könnte sogar klar. Wunderschön. Wunderschön. Unser Regionalexpress. Richtung Zukunft. Und wir haben rotes Signal, um Gottes Willen. Was kommt denn da auf uns zu? Was kommt denn da auf uns zu? FIFA. FIFA. Na gut, vielleicht gibt uns das die Gelegenheit, noch ein paar Wegpunkte die Karte zu klicken, dass wir vielleicht doch noch irgendwo anhalten können. FIFA. FIFA. Weil das Regionalexpress und Pendlerzug sollten wir natürlich an den einigen verschiedenen Bahnhöfen anhalten. Wobei ein Regionalexpress hält auch durchaus an allen Bahnhöfen. Mein Heimatzug zum Beispiel hält auch an jedem Bahnhof entlang der Strecke bis nach Essen. Von daher kann er durchaus auch an allen Strecken halten. Also das ist immer streckenabhängig, beziehungsweise fahrplanabhängig, sage ich mal. So, das dürfen wir gleich quittieren, dass wir das Vorsignal wahrnehmen. Zugbeeinflussung. In Bezug auf das rote Signal, was uns gleich erwarten wird, das heißt, der Schalt geht schon mal runter auf 40. Dann hat zeigendes Signal zu erwarten. Da kommt typischerweise der 500 Hertz Magnet zum Tragen. Da sollten wir tunlichst unter 50 sein. Zumindest ist er auch dann zumindest schon mal unter 45 auch, weil das verdächtigt sonst nicht so gut. FIFA. FIFA. So, jetzt haben wir grün, das ist wunderschön. Können wir wieder aufschalten. Können wir befreien. Zugbeeinflussung. Dann können wir weiterfahren. War denn da irgendwas auf unserer Strecke, was uns da irgendwie hätte behindert? Ach, da fährt einer. Ah. Ja dann. Vielleicht können wir dem ja so ein bisschen entgegenwirken, wenn wir gleich irgendwo mal anhalten, dass er da ein bisschen weiter von uns wegfährt. Auf jeden Fall wieder das quittierpflichtige Signal, logischerweise. Zugbeeinflussung. FIFA. FIFA 20. Willst du mich verarschen? So ein paar Bugs hat die Lok schon noch, ne? Drückst du gerade, willst du gerade FIFA drücken, dann hast du sofort eine 20.
Normalerweise sagt ihr das meistens zwei, dreimal. So, hier können wir ja mal anhalten, wir gerade schon mal an so einer Station, an dem Bahnhof sind, an der Haltestation. Türfreigabe. Türfreigabe. Können wir durchaus mal anhalten. Türfreigabe. So, dann geben wir rechts die Türen frei, links meine ich. Und öffnen das. So, dann klicken wir mal in die Karte rein. Wegpunkt. Ja, das sieht doch gut aus. So, können wir noch ein oder ist das dann schon? Hier sind wir dann schon im Wuppertal. Ist ja noch Oberbahn und so kommen. Da haben wir jetzt. Die können wir noch nehmen. Was ist das, ein Bahnhof? Gut, dann nehmen wir die Station, dann lassen wir es so. So, ich glaube, wir können dann auch. Schließen. Hier steckt, glaube ich, keiner mehr ein. Und dann geht's los. Ist ja gut jetzt. So, dann haben wir gleich wieder drei rot. Ich dachte eigentlich jetzt, dass wir dem so ein bisschen Zeit gegeben haben, um weiter vor uns wegzufahren, aber das ist anscheinend nicht der Fall. So, da kommt der nächste Halt.
FIFA. FIFA. Zu equitieren. Zugbeeinflussung. Wollen gucken lassen. FIFA. So. Können wir hier eigentlich halten? Genau. Das ist der nächste Haltepunkt und dann sind es noch 10 Kilometer bis Wuppertal. Zugbeeinflussung. FIFA. FIFA. Türfreigabe. 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 So. Ich wollte mal eben ganz kurz was im Steuerwagen schauen. Ganz kurz was schauen. So, ich wollte noch sagen, irgendwas war da noch. So, dann können wir, glaube ich, auch weiterfahren. Ja. Ach guck, schau mal, der Wuppertal Hauptbahnhof. Ach, wie geil. So, steigen wir wieder ein. So. Dann schließen wir die Türen. Weiter. Wunderschön, wunderschön. FIFA. So, 160 dürfen wir. Kilometer gefahren mit der ÖBB F16. Wunderschön. Schon wieder rot. Mal kurz abbremsen, nützt ja nichts.
glaube ich, nicht von selber erledigen, oder? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. So, haben wir abermals ein rotes Signal vor uns. Viel befahrene Strecke an diesem Morgen. Zugbeeinflussung. Sifa. Zugbeeinflussung. So, wo haben wir denn das rote Signal? Da vorne. Türfreigabe. Türfreigabe. So. Ziel ist zu sehen, warum haben wir denn jetzt rot hier? Weil er da fährt. Ah, okay. Und das war ein kurzer Fahren. So, da dürfen wir schon fahren. Wunderbar. Zugbeeinflussung. Also manchmal weiß ich nicht, ey. Das ist wirklich. Sifa. Also die hat wirklich noch Updates verdient, die Lok. Das muss ich auf jeden Fall sagen. So, nach wie vor können wir uns nicht befreien. Aber wir dürfen immerhin schon mal die Geschwindigkeitsbegrenzung erhöhen. Während hier ein extra langer Güterzug auf Weiterfahrt wartet. Und dann haben wir es gleich geschafft. Wunderbar. Sifa.
nächste rote Signal. So. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Türfreigabe. Türfreigabe. Kurz vom Bahnhof. Und nochmal ein haltzeigendes Signal. Der Gleis ist besetzt. Sorry, aber da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Hallo, das Gleis ist frei. Ach, jetzt mach keinen Scheiß. Komm schon. Wo ist denn jetzt das Problem? Aber halt ein anderes Gleis. Die Faxen dick hier nicht. Kein Bock drauf. Ach, kann ja jetzt nicht wahr sein. Ja, geht doch. Zugbeeinflussung. 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 So, kommen wir jetzt schön geschmeidig in den Wuppertaler Hauptbahnhof ein. Man muss halt zwischendurch mal ein bisschen tricksen, wenn ihr solche Sachen habt. Wenn es einfach nicht weitergeht an einem Signal, dann sucht ihr euch ein anderes Gleis aus, beziehungsweise dann setzt ihr einfach eine andere Route aufs andere Gleis. Oder ihr entfernt die anderen Züge, die euch da im Weg stehen, damit ihr dann in den Bahnhof einfahren könnt. Also man muss zwischendurch ein bisschen tricksen und da funktioniert das. Sifa. Zwar nicht hundertprozentig real, aber da geht es ja dann erstmal in dem Moment nicht drum. So, dann haben wir halt Einfahrt am Gleis 3. Das ist jetzt auch schon wieder nicht so unrealistisch. Das kommt ja auch immer mal wieder vor, dass man kurzfristig dann an einem anderen Gleis hält als vorgesehen. So, wir haben noch 100 Meter bis zum roten Signal. Sollten wir die auch ausnutzen.
ganze Länge des Bahnsteigs nutzen. Wunderbar. Öffnen wir die Türen. Und dann war es das mit unserer Fahrt von Hagen Hauptbahnhof bis nach Wuppertal Hauptbahnhof in unserem Pendler RE, mit unserem defekten Steuerwagen. Upsa, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Meine Güte, ihr müsst der Bahnsteig zu klein. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch eine schöne Woche, einen schönen Restmontag. Nächste Video aller Wahrscheinlichkeit nach am Samstag. Wenn alles gut geht, auch wieder ein Livestream. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Euer, der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.